das Timing. Bin in Position. Verstanden, Commander. Leite Exfiltration ein. 3, 2, 1. Hey von der Südsee, was geht ab und herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge sind wir bis hierhin gekommen, bis auf den Planeten hier zu den Schildgeneratoren vom Todesstern. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute zocken wir der Star Wars Battlefront 2, Part 002 mittlerweile schon. Ja, wir spielen hier einfach weiter. Wir sind hier mit unserem Trupp. Unser Sniper steht da oben irgendwo. Okay, gut. Ja, gut, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter, wie gewohnt, und schauen, was wir hier machen müssen. Ich glaube, wir müssen die alle eliminieren. Wir haben jetzt hier neue Fähigkeiten. Ziel gesichtet. So, ich würde sagen, wir legen jetzt schnell mal los. Am Ende ist der Todesstern noch kaputt. Oh. Vorsicht, Kommander. Einzelziel auf dem Weg voraus. Jetzt gehen wir erstmal hier mit unserem Droiden. Truhe. Frontkämpfer-Serie, eine verbesserte Version von Frontkämpfer, die die Laufzeit verlängert, wenn du deinen Gegner besiegst. Okay. Na, da gibt es sogar einen OPK-Button. Karten ausrüsten. Okay, ich habe noch anscheinend noch keine Karten. Ich glaube, das ist ein Scharfschützengewehr, kann das sein? Ja. Ja, wir bleiben beim Blastergewehr. Ansonsten wird das hier noch. Ah, das ist. Reichweite geht hier natürlich schon ein bisschen höher. Feuerrand. Schaden ist halt entscheidend. Der sinkt. Nee. Wir bleiben hierbei. Ich weiß nicht, sollen wir sie so eliminieren oder. Ich geh mal langsam so ran. Zwei Stoßtrupps. Einen am Bunker, der andere Patrouille. Boah, gibt's Arbeit, Agent. Wir 1, 2, 3 Leute erstmal in Sicht. Eliminieren. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel Bohai machen. Einfach. So, zack. Ah, jetzt haben wir das Scharfschützengewehr ausgerüstet. Oh, Granate. Nicht so schlau. Ich würde aber schon gerne mal die Pumpgun aussetzen. Mussten wir die eben auswählen? Nee, oder? Nee, wir bleiben erstmal hierbei. Ich glaube, wir mussten die eben auswählen, die Pumpgun. Also, das ist ja so eine ähnliche Pumpgun. Wo wir in dem Menü waren. Aber die waren nicht dabei, soweit ich weiß. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich weiß nicht, dass sie direkt in der Nähe ist. Wie steht das hinter uns denn alles? Ich weiß gar nicht, ob ich gedrückt halten soll. Oh. Oder ob ich einfach einzeln drücken soll. Oh, ja, Feuer. Dann geh nicht ins Feuer. Wechsel die Seite. Zur dunklen Seite der Macht. Feuer hier aussieht. Die ganze Kulisse. Das sieht einfach so nice aus. Das macht so Spaß. Lass mal hier noch ein bisschen erkunden. Ist ja noch irgendwas, was man mitnehmen kann. Ist nämlich immer ganz wichtig. Nee, anscheinend nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter vor. Nice, haben wir direkt im Kühlen.
Also direkt kühlen. Oh, warum schon mal am Weg? Da ist unser Scharfschütze, glaube ich. Hier ist niemand mehr. Haben wir alles? Ja. Sammeln und bereit machen zum Abrücken. Los, sammeln! Okay, das war's schon. Da ist unser Scharfschütze. Safe, okay. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur TIE-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. War das gerade der Todesstern? No way. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Das finde ich gut. Wir müssen jetzt weiter, los. Ich meine, so eine Spezialtruppe, die trauert nicht. Zumindest zuerst nicht. Wir müssen zur Plattform 4. Oha. Also manchmal hat dieses Game schon, ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Agent Miko, Aufklärung. Ja, Commander. Agent Husk, Kontakt zur Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Ja, Commander. Stelle sie jetzt durch. Admiral, der Entfernungsdruck verlässt Endor. Wie ist die Lage? Vizeadmiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Na, da ziehen sie auch direkt durch. Krass. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Corvus erreichen. Wie konnte das nur passieren? Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen, mal wieder. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt und wir haben den Preis dafür bezahlt. Commander, das ist... Darf ich sprechen? Nur zu. Wir sind... Vorsicht, Commander. Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Agent Miko. Wir kümmern uns darum. Boah, ich dachte schon... Boah, jetzt hätten wir besser nicht schießen sollen. Ganz ruhig, Agent. Sie warten auf den Feuer. Kann ich jetzt hier vielleicht irgendwie, hör mal, P oder sowas? Ah ja, hier. Impulskanone mit F. Ach, Impulskanone? Schock 3, okay. Okay. Hier wird anscheinend gekämpft. Denk schon, wir werden noch da drin Rebellen eliminieren. Aber hier... Oh no. Ja, der ist nicht aufgefallen. Oh, hier sind Kollegen von uns. Okay, Kollegen können wir nicht anschießen. Waffe wird aufgeladen, nee, oder? Verstanden, Commander. Wir sind dabei. Das wird schon gerne mal die. Oh, renn mich einfach rum. Ja, so eine Reichweite haben wir nicht. Mann, was kämpfst du denn so auf naher Distanz? Oh, nicht so offensiv sollten wir reingehen, Kollege. Ja, danke. Raketenwerfer.
Jo. Okay. Rocket Ride, nein. Nee, das lassen wir lieber. Die kämpfen aber schon ganz schön lange. Okay. Scheint, ist es hier erstmal soweit. Hier geht's noch ab. Commander, auf Endor werden Landungen feindlicher Transporter gemeldet. Zusätzlich okay, anscheinend war es das. Wir sind nicht mehr lange hier. Das waren alle. Wir müssen weiter. Ask. Kann man hier noch irgendwas machen? Spezialeinheiten gerechnet. So soll sein, Sergeant. Dennoch stehen wir in Ihrer Schuld, Commander. Oh, ich dachte schon, wäre wieder ein Gegner. Offiziere. Offiziere machen ihren Verbündeten effektiver und können Abwehrgeschütze einsetzen. Feindliche Offiziere sollten immer zuerst ausgeschaltet werden. Okay. Bereit machen, Hask. Spitwürste, Spitwürste. Nein, 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 Kollege, Kollege, Kollege. Wie kann man sich so hinsetzen? Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte mich so hinsetzen. Ich sehe den Offizier nicht. Oh, Mann, dann hast du F2. Och, F2 ist echt ungünstig. So, das war's. Oh, ist der Offizier hin. Hinter uns noch. Oh, Granate. Ich habe es nicht gesehen. Blendgranate. Mist. Oh. Ich bringe mich gleich noch selber um mit unseren Granaten. Granate. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Agent Miko, wie ist Ihre Position? Ich bin mit einem Trupp bei der Plattform und warte auf Sie und Agent Hask, bevor wir vorrücken. Ah, das Feuer. Kidnapper. Ne, wir haben schon einen. Gibt's hier sonst noch was, was man irgendwie benutzen könnte? Nee. Okay. Wenn ihr wisst, wie man die Pumpgun rausholt, schreibt es mir mal rein. Vielleicht können wir es auch noch gar nicht. Oh. Sollte mal ein bisschen die Augen aufmachen. Gar nicht rausholen. Können wir jetzt auf jeden Fall weiter. Okay, ich dachte schon, das wären der Leute. Agent Miko, Lagebericht. Commander, die Rebellen haben Plattform 4. Wird ein harter Kampf, das Ding zurückzuerobern. Sie scheinen bereit zu sein. Machen wir das erstmal hier auf. Ey, die Grafik sieht echt so schön aus, ne? Störung, Blendgranatenschild, neue Fähigkeiten freigeschaltet. Okay. Waffe ausrüsten. So. Kleiner Blaster. Ja, ich spiele mal hier mit. Ich möchte gerne mal damit spielen. Zurück und evakuieren den Mond. Und dann das Feuer frei! Oh. Nee, 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 nee. Wieder die alte Waffe. Na, wir nehmen uns hier nochmal die alte Waffe. So. Wir haben einen Läufer! Runter! Commander, die Rebellen haben ein ATS-Team. Kampfläufer ausschalten, los! So, wir müssen von hinten irgendwie anschießen. Lauf schnell hier rüber. Die nehmen ganze Baumstämme mit.
Oh, der ETS greift uns an. Ey, Kollege, mach hier nochmal Platz. Oh, Kollege, Kollege, meine Waffe, meine Waffe. Nein, 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 das darf nicht unser erster Tod sein. Wir müssen kurz regenerieren. Kurz regenerieren. Jetzt von hinten, jetzt von hinten. Sehr gut, sehr gut. Das hat ihn kurz gelähmt, das hat ihn kurz... Woher kommt die denn? Komm, der ist gleich tot, der ist gleich tot. Ich hoffe, es läuft einigermaßen flüssig. Im letzten Teil lief es gut, aber ich glaube in diesem Teil nicht so gut. Wenn es diesen Teil nicht so gut ist, dann entschuldige ich mich auf jeden Fall dafür. Oh. Immer noch nicht down, ne? So, jetzt. Boah. LTS am Boden, perfekt. Schade, jetzt wollte ich gerade mal hier ein bisschen Action machen. Okay. Ich glaube, wir müssen... Ah, nein, warte mal. Raketenwerfer. Hier muss ich einfach mal einen neuen. So, dann geht's hier hoch. Commander, Kontakt auf der Plattform. Oh, die waren aber schnell oben. Sabotieren unsere Schiffe und verhindern die Flucht. Schaltet sie aus und sichert die Teiljäger für unsere Flucht. Unter Feuerschutz abrücken. Ich freue mich. Gehen wir lieber hier rum. Oh, nee, komm. Scan nach Bedrohungen. MPL. Was ist das? Ah, ich glaube, das ist ganz praktisch, hier die zerspringt. Ja, oh, die ist nice hier. Die ist perfekt hier. Ja, wir dürfen nicht so offensichtlich. Wenn wir mal in die Ego-Perspektive gehen. Perfekt, der ist schon mal drin. Oh, oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Immer schön auf den Kopf gezielt. Okay, perfekt, wo sind die nächsten? Suche nach Gegnern. Ah, da, hallo. Agent Miko, das ist Ihr Teilnehmer. Ich gebe Ihnen Deckung, Commander. Gehen Sie! Nein, gehen Sie. Ich gehe als Letzte. Holy moly. Granate. Startbereit, Commander. Ich folge Ihnen. Wir könnten ja auch noch ein bisschen Deckung von oben geben, ne? F2. Komm, Mann, stirb. Also man, manchmal kann man eben echt ein bisschen in die Tonne kloppen, ne? Und falls euch das Video gefällt, würde ich mich selber ein Like freuen. Und falls ihr neu seid, natürlich auch über ein Abo. Ich glaube aber, jetzt sieht es hier relativ clean aus. Oh, ich komme mir die Treppe nicht hoch. Oh, Mensch, Skinner. Action, Action noch machen. Die letzten zwei. So, perfekt, das war's, glaube ich, ja. Und auf geht's.
So, und dann sind wir hier auch vom Planeten runter, nehme ich mal an. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Sowas wie, was im letzten Video geschah. Ist gut. Mal so ein bisschen rauskacken. So, dann sind wir hier im Weltraum und hier ist der Todesstern komplett zerstört. Der Admiral hat Inferno gegründet, damit sowas nicht wieder passiert. Ich weiß. Und jetzt ist nur noch das davon übrig. So, dann würde ich sagen, was ist mit diesem Video. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt geschaut habt. Und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich selber ein Abo und ein Like freuen. Und vielleicht auch über einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Adrenalizer. Ciao, ciao.